Ja, hallo erstmal. Ich begrüße euch zu einem neuen Ria räumt Video. So habe ich die jetzt einfach mal genannt. Ja, und ich habe jetzt hier schon mal einen halben Grundriss von meiner Wohnung aufgemalt. Ihr seht hier mein Schlafzimmer und mein Wohnzimmer. Mein Wohnzimmer habt ihr ja schon ein paar Mal in Videos gesehen. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass ich mein Schlafzimmer nicht mehr in Videos zeige. Seitdem ich halt Wohn- und Schlafbereich getrennt habe, möchte ich da einfach so ein bisschen mehr Privatsphäre wahren. Ich habe euch ja irgendwann mal gezeigt, wie ich hier meine Büroecke neben dem Bett hatte, als ich halt noch in einer WG gewohnt habe und dieses Zimmer nicht mir gehört hat, sozusagen. Da hat ja, ja jeder ein Zimmer gehabt. Hier ist die Küche, hier ist das Bad, hier ist der Flur. Und seitdem ich quasi das so ein bisschen trenne, möchte ich das auch privatsphärentechnisch so ein bisschen trennen. Auf jeden Fall seht ihr hier aber trotzdem mal einen Grundriss. Ich finde, das ist noch in Ordnung. Ich habe einmal die Vorher-Version gemalt, denn in diesem Video soll es darum gehen, dass sich wieder ein bisschen was verändert, beziehungsweise auch schon verändert hat bei mir. Und das war halt der, ja, der Ausgangspunkt sozusagen vor der Räumerei. Denn ich habe mir am Montag einen neuen Tisch gekauft. Ich glaube, ich habe in dem Deko-Video schon von erzählt, ich drehe die gerade so durcheinander und ich weiß nicht, wann was hochgeladen wird. Deswegen entschuldigt, wenn ich mich da wiederhole oder ihr dann irgendwas doch noch nicht gehört oder gesehen hattet. Das geht gerade so ein bisschen durcheinander. Aber auf jeden Fall habe ich mir bei Aldi für 35 Euro einen neuen Konsolentisch geholt. Und das ist auch dieser hier, an dem ich gerade sitze. Und ich würde sagen, wir gucken uns erstmal an, wie ich den aufgebaut habe. Konsolentisch brauchte ich natürlich dann irgendwie mehr Platz, beziehungsweise ich wollte nicht zwei Tische in einem Zimmer haben, denn ich habe mir den kleinen, schmalen Konsolentisch ja quasi angeschafft, damit ich eben nicht diese ramschige Schreibtischecke im Wohnzimmer habe. Und ich würde sagen, ich zeichne jetzt einfach mal, wie das Ganze dann jetzt geworden ist.
Die Couch ist ganz weit nach links rüber gerutscht. Und die TV-Bank dementsprechend auch, damit man natürlich gut fernsehen kann. Hier ist ja das Fenster. Ich habe Gardinen bekommen, beziehungsweise, bekommen ist Quatsch, ich habe Gardinen rausgekramt, die ich schon Ewigkeiten liegen hatte, denn ich habe irgendwann mal die im Schlafzimmer ausgetauscht und ich hatte vorher da so weiße und rote Schals, also an jeder Seite einen weißen und einen roten, so einen dünnen Schal. Und irgendwie hat mich es dann getroffen sozusagen, oder der Blitz hat mich getroffen. Und ich habe mich erinnert, dass ich ja noch diese weißen Schals habe. Und die habe ich jetzt erstmal hier im Wohnzimmer aufgehängt. Das macht alles irgendwie gleich viel wohnlicher. Auch wenn die einen Tick zu kurz sind. Aber ja, was soll's. Jedenfalls habe ich jetzt den Konsolentisch, na, ganz so breit ist er nicht, aber egal, vom Fenster stehen mit einem Stuhl, der ein bisschen provisorisch ist. Und drumherum habe ich den Teppich aus dem Schlafzimmer. Da ist jetzt also gerade keiner. Dann habe ich dieses Regal hier dorthin gestellt. Zack. Der Schreibtisch ist jetzt hier gelandet. Also der Maßstab, der stimmt nicht, aber dann ist hier das Schubladendingsi, allerdings andersrum. Dann ist hier der Stuhl. Und das hier ist auch noch so ein Schubladenelement. Das steht momentan noch hier. Allerdings ist mir das ein bisschen zu voll. Also ich überlege, ob ich das eventuell noch hier hinstelle. Da bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher. Die Tische sind jetzt hier, also die Couchtische. Was brauche ich noch? Ein Bettchen brauche ich noch. Das Bett ist auch weiter nach links rüber gerückt, aber das passt immer noch ganz gut. So, machen wir es ein bisschen schneller. So schick muss das ja auch nicht sein, ist ja nur zum Veranschaulichen. Hier ist noch so wie so ein Nachtschränkchen. Dann ist hier mein Kleiderschrank. Und hier das Regal, was ich auch schon aus dem Wohnzimmer raus verfrachtet habe. Und habe ich irgendwas vergessen? Nee, ich glaube nicht. Also hier habe ich noch ein paar Pflanzen stehen. Hier ist eine neue Pflanze, die seht ihr auch gleich noch im Video. Und dann würde ich sagen, roll the clip. Sagen, wie ihr das so findet von der Aufteilung her. Mir ist halt jetzt aufgefallen, dass hier einfach super viel leerer Raum ist und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das besser findet, wenn ich dieses Regal hier an diesem Vorsprung stehen habe oder wenn ich das hier stehen habe, also quasi dann hingelegt. Oder ich könnte mir auch vorstellen, das Regal hier hinzustellen und die Tische dann in diese Ecke. Allerdings wäre hier jetzt dann auch immer noch super viel Platz. Aber bei dem Regal bin ich mir irgendwie nicht so sicher,
wo das am besten aufgehoben ist. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das gemacht hättet. Und ansonsten war es das dann auch schon mit dem Video für heute. Ja, so fortlaufende Projekte in meiner Wohnung sind momentan eher so Sachen wie, dass ich für alles einen bestimmten Platz finde und Sachen zusammenfasse, die so ein bisschen verstreut sind. Und dass ich dann kategorisch nochmal vorgehen kann zum Aussortieren. Das mache ich aber dann immer so häppchenweise sozusagen. Ansonsten sind die Gardinen halt eher temporär. Und da ich jetzt den Teppich hier unterm Schreibtisch habe, also unterm Konsolentisch habe, ist natürlich hier jetzt nichts mehr an Teppich im Schlafzimmer. Und ich fand das eigentlich ganz schön, dass man da so ein bisschen eine weiche Unterlage hatte für seine Füße, wenn man dann barfuß ins Bett gegangen ist oder aus dem Bett gestiegen ist. Und ich glaube, dass ich da einfach nochmal gucken werde, ob ich da wieder was Ähnliches finde oder eventuell den wieder da zurückpacke und dann hier was anderes drunter lege. Aber ich muss sagen, dass der Teppich das ganz gut zusammenfasst sozusagen. Also als der Teppich nicht darunter lag, da war das so ein bisschen verloren und so wird dieser Bereich so ein bisschen abgegrenzt oder ja, zusammengefasst und das sieht optisch irgendwie besser aus, obwohl es nur eine kleine Veränderung ist. Ansonsten finde ich es super gut soweit und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Räumen. Tschüss!